Eines der hier im Video vorgestellten Produkte versagt komplett. Der Hersteller wurde auf die Mängel seines Produktes hingewiesen und hatte meines Erachtens genug Zeit, darauf zu reagieren. Was der Hersteller darauf gesagt hat, das erfahren wir in dem Video. Amazon. Fluch und Segen zugleich. Aber auch eine Möglichkeit für viele da draußen, Dinge zu kaufen, die man sonst vielleicht gar nicht bekommen würde. Und eine Möglichkeit für Leute wie mich, auch ein klein wenig dazu zu verdienen, um den Kanal quer zu finanzieren. Wie das funktioniert? Ihr drückt unten auf einen Affiliate-Link von Amazon, kauft danach irgendwas, muss nicht das sein, wofür der Link gemacht wurde, und ich bekomme dann abhängig von der Produktgruppe ein bisschen was von Amazon wieder gutgeschrieben. Nicht in Form von Cash, nein, Geld geben die keines her, aber in Form von Amazon-Gutscheinen. Und um mal rauszufinden, wo echt meine Amazon-Gutscheine herkommen, beziehungsweise was da so gekauft wird mit meinen Links, habe ich mir ein bisschen rumgestöbert. Ja, und was soll ich sagen? Da ist einiges zutage gekommen, das soll man nicht glauben. Weil wenn man da sortiert nach günstig und wahrscheinlich ein bisschen Quatsch, also so kann man nicht sortieren, man muss das schon mit der Hand haben, aber ihr wisst, was ich meine, da kommen Dinge zum Vorschein, wo ich mir gedacht habe, die bestelle ich mir selber und dann schauen wir mal, ob das was Gescheites ist. Ja, könnte ja sein. Eines vorab. Erste-Hilfe-Päckchen sind grundsätzlich eine super Idee und die sollte auch jeder mithaben. Dieses hier ist das Traveler-Set mit 32 Teilen. Das ist nur original verpackt. Da ist drin ein Dreiecks, das ist ja nicht so schlecht. Ein Dreieckstuch in Form eines Dreieckes, ein paar Pflaster. Pflaster in menschenwürdiger Größe sogar. Allerdings zum Zurechtschneiden. Ist da Schere drin? Ja, Schere ist auch drin. Unglaublich. Eine Pinzette ist. Also, das ist eigentlich allerhand drin. Klein genug, um es irgendwo am Fahrrad zu montieren, ist es allemal gar nicht so schlecht, aber das war ja noch das harmloseste Teil von allen Teilen, die da so drin rumgeschwirrt sind in dieser Liste der seltsamen Einkäufe. Wobei ich sagen muss, es wird auch Sexspielzeug gekauft mit meinen Links. Also das ist jetzt, wie soll ich sagen, kauft was ihr wollt, es ist ja euch überlassen, es sind alles erwachsene Menschen, ich weiß eh, jeder hat seine Bedürfnisse, aber nur weil ich ein Massagestab-Video mache, müsst ihr das, also fühlt euch jetzt nicht. Ah, macht was Witz. Gefahr, extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck und kann bei Erwärmung bersten. Ja, Erwärmung wird es halt ohnehin keine geben, also die Gefahr haben wir nicht. Ärztlicher Rat, Schutzbrille, Gesichtsschutz. Schutzbrille. Ein besonders interessantes Item ist, ich lese das jetzt wörtlich vor, gell, was da drauf steht. Leffe, Indigle oder Leffelecke. Ohrrad? Fahrrad. Mountainbike. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall Made in China und die Chinesen werden wahrscheinlich glauben, das heißt irgendwas auf Deutsch. Das heißt aber nichts. Daneben steht noch kleine gelbe N. Das ist ernsthaft eine kleine gelbe Quietscheente für das Mountainbike. Sowas kaufen sich Menschen, die sich meine Videos anschauen. Ich muss jetzt ehrlich, aber ich mache diesen Menschen keinen Vorwurf, ich mache mir selber einen Vorwurf. Ehrlich gesagt, da kriege ich selber ein schlechtes Gewissen. Da ist eine Goldkette dabei, das ist schon mal super. Eine Goldkette mit Brille. Ja, jetzt wird es immer besser. Weißt, die Ente bekommt noch einen Vollvisierhelm. Das hat es überhaupt noch nicht gegeben. Der ist allerdings nicht von IXS, muss man fairerweise sagen. Dafür hat es oben einen Propeller. Der Helm passt ja nicht einmal auf. Wie geht denn das drauf? Wer kauft sich denn bitte Quietscheenten? Wenn derjenige, der das kauft, hat jetzt wirklich gerade zuschaut, schreibst, traut sich der oder diejenige das zuzugeben? Das ist ja Wahnsinn. Oder muss man das selber draufpicken? Das kann eigentlich auch sein. Ha! Ist das ein Klumpert oder ist das ein Klumpert? Weil das kommt, wenn man einer Enten mitten am Acker Goldketten montieren muss, dann weiß man, jetzt hat man es geschafft quasi. Ne? Ich glaube, während ich mich da herumspiele mit den Plätzchen, glaube ich, schalten wir lieber zum Doktor und der soll uns was Gescheites zeigen. Ne? Schutzbrille, Sonnenbestrahlung. Sonnenbestrahlung gibt es halt auch keine. Anwendung, das Bike nach dem Waschen, quasi picobello sauber, sauberer geht nicht.
Rahmenpolitur auf ein weiches Tuch aufsprühen. Aufsprühen auf ein Tuch. Das fällt. Das stinkt. Bist deppert. Jetzt weiß ich, warum man das nicht drinnen verwenden darf. Boah, aufsprühen und gleichmäßig auf den Rahmen auftragen. Ein Nachwischen ist nicht nötig. Na bitte. Wir werden auf der Seite das stinkende Aerosol auftragen. Und auf der anderen Seite, damit wir ein Vergleichsmittel haben. Wir brauchen ja in der Wissenschaft immer Vergleichswerte, wie wir wissen. Ne? Nehmen wir etwas viel Ungefährlicheres, nämlich Spucke. Und werden einfach... Jetzt haben wir rechte Seite bespuckt oder mit menschlichen Aerosolen versehen und auf der linken Seite die Spezialaerosole. Auch für matte Rahmen geeignet, Wasser, Schmutz abweisend. Aber für Wasser und Schmutz abweisend, da werden wir eine fachkräftige Unterstützung brauchen. Eine schlagkräftige, eine professionelle. Da brauchen wir quasi sowas wie unseren Athleten. Alles fachmännisch vorbereitet. Voll gespuckt, voll geschlatzt. Irre. Voll geschlatzt ist auch. Ja? Okay, gut. Viel Spaß beim dreckig machen. Ich gehe wohin, wo es wärmer ist. Hallo da. So, da haben wir jetzt eine Brille mit Klebeding. Die picken wir der Anden voll ins Gesicht. Bam! Halt natürlich nicht, weil das ist ja ein chinesisches Pickbandel und das halt dann scheiß. Sehr gut. Ah, jetzt quietscht's! Unglaublich! Das ist eine Hupe! Also eine vertrottelte Hupe, aber sie. Wenn man beide Hände verwendet, also wenn man den Lenker auslässt und mit beiden Händen so macht, quietscht's! Und draufkleben. Ah! Und halt dann scheiß, ne? Eh klar. Alter. Die Chinesen, denen sowas einfällt, die gerne mal treffen irgendwo. Ja, quietschen tut's. Ja, quietschen tut's. Ja, sie quietscht eh. Ja, jetzt gib halt auch Ruhe. Ja! So, jetzt haben wir da eine Quietsche-Ente. Na, super geil, ne? Dann machen wir es auf den Weg und werden mal schauen, was. Was mehr taugt. Spucke? Oder das komische gestinkerte Aerosol. Schauen wir mal. Erstes kurzes Zwischenfazit. Aktuell versifft eigentlich hauptsächlich die Kette. Aber die haben wir nicht eingespült, weil ich glaube, das wäre nicht sehr sinnvoll gewesen. Dort, wo die Spucke war, glänzt nichts. Da schaut es aus wie immer. Und dort, wo das stinkerte Aerosol war, da glänzt jetzt alles. Ja. Zurück ins Funkhaus. Erste-Hilfe-Packerl sind sinnvoll. Kauft euch die, macht Sinn. Sie quietscht lustig. Also wenn man jetzt fährt, muss man halt während dem Fahren am Vorderrafen greifen. Dann kann man klingeln. Super Erfindung, taugt mir. So. Das nächste. Ja, wir sind immer noch mit dem Uphill beschäftigt. Und wie man am Fahrrad sieht, der Stinkespray funktioniert im Uphill genauso gut wie Spucke. Ja, zurück ins Funkhaus. Weißt, wenn ich so eine Ente sehe mit Fullface-Helm, die erinnert mich an was. Wisst ihr, wenn ihr gewährt wahrscheinlich... Was soll denn das jetzt heißen, bitte? Hä? Nur weil da eine Ente, ich finde die Ente, schau, das dreht sie sich. Ich finde die Ente nicht schlecht, oder? Man muss ja jetzt nicht. Ach, er hat es offensichtlich verstanden. So, weiter bei dem Text. So, wo ist da jetzt der meiste Gatsch? Ein Gewässer steht da. Mountainbike-Strecke. Wo ist der meiste Gatsch? Schauen wir mal, dass wir einen Gatsch finden. Nennt sich Baiki oder Baiki oder. Kommt in einen Liebesbrief und ist laut Beschreibung eine Fahrradhalterung, stark flexibel und schwarz.
Das heißt wahrscheinlich Bikey, weil es ausschaut wie ein Bikey, also wie ein Fahrrad. Ich habe da aus Zeitgründen einen Lenker vorbereitet. Die schnallt man sich da irgendwie drüber. Ich habe ja keine Ahnung, was der Blödsinn soll. Und dann hat man da zwei Laschen. So, und dann kann man sich an sein Fahrrad oder sonst irgendwo mit diesem Gummiding etwas drauf. Ah ja, Regenjacke wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, ein Donut, ein Hotdog oder irgendein anderer Blödsinn. Kann man sich da drauf dingeln. Halt offensichtlich sogar. Ja, eh nicht schlecht, aber gibt sicher Leute, denen sowas Spaß macht. Hundertprozentig, davon gehe ich aus. Geht's dann endlich einmal bergab, oder wie? Ah, gute Neuigkeiten. Alter, das ist schmierig. Halleluja. Und im falschen Gang sind wir. Dreck haut's mir am Arsch. Ist narrisch. Vielleicht hätte man den Aerosolspray auf den Hintern spritzen sollen. Und ins Gesicht. Oh. Alter, da spritzt's. Und alles in Herbert aufs Hemd. Erste kurze Erkenntnis nach den ersten paar Metern bergab. Erstens, da ist ein klebriger Drecksgatsch am Boden. Zweitens, wie man merkt, dieser Spray funktioniert erstklassig. Viel Gatsch ist da nicht. Was da für Wurzeln. Da habe ich die Spucke. Aerosol. Ich weiß jetzt nicht, wie schmutz- und wasserabweisend der Spray sein soll, aber für mich macht das momentan keinen Unterschied, ob das Spucke ist oder der Spray. Auf den Sattel hätte man den Spray drauf gemüssen. Das hätte wirklich was gebracht. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis zum Thema Bikey und Verwendung und dergleichen. Nachdem ich mir selber nicht ganz sicher war, ob und wie ich das verwendet habe, habe ich mich an die Hersteller von diesem Ding gewandt und einmal gefragt, sag einmal, wie stellt ihr euch das eigentlich vor oder was glaubt ihr eigentlich, was man damit machen soll? Die eindeutige Aussage war, diese Dinger sind gemacht für Rohrdurchmesser von 35 bis 40 mm. Also wenn wir es jetzt reduzieren aufs Wesentliche, dann könnte man sagen, sollte irgendwer dafür Verwendung haben, wir haben einmal in rosa und einmal in schwarz, Ladies Edition und eine Männer Edition. Schreibt unten in die Kommentare rein, warum ausgerechnet ihr sowas haben wollt und schauen wir mal, vielleicht kriegt es dann einer. Um das Ganze aufzuwerten, lege ich natürlich ein paar Sticker dazu. Ist das eine gute Idee? Dann ist es gleich dreimal so viel wert. Danke an der Stelle für Bikey für das zur Verfügung stellen, wobei ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen muss, das erste habe ich selbst gekauft. Jetzt habe ich eins und zwei von euch können auch eins haben. Aber jetzt weiter im Video. E-Mountainbikes haben ein riesengroßes Problem, also ich habe kein riesengroßes Problem, aber E-Mountainbikes haben grundsätzlich ein Problem, wenn man die Kette ölen will. Weil wenn man nämlich da zurückdreht, bleibt die Kette stehen. Ich habe keine Ahnung, noch nie gesehen sowas. Aber es gibt da draußen Leute, die haben das ernsthaft gekauft, das war, habe ich es auch gekauft. Aber das ist eine Bedienungsanleitung, die hat es in sich. Hinten steht auch noch was, also allein wenn man Lesestoff braucht, weißt, wenn du nur was lesen willst, Lesestoff, alle, wer lest nicht gern? Eben, in einer ruhigen Stunde am Klo oder so, ne? Klo, Lesematerial, super. Nimmst bitte aufs Häusl beim Kacken und hast was zum Lesen. Jetzt haltet euch fest, weil es wird total begeistert sein. Das müsst ihr euch wirklich, haltet euch fest. Setzt euch bitte nieder. Ihr werdet jetzt total begeistert sein. Und wenn ihr das im Stehen anschaut, anhört, dann fällt es um. Das ist nämlich ein Stück Holz mit Schnur dran. Keine Ahnung wie, aber man bindet da irgendwie die durch das Ding, dann irgendwie. Also man muss die Kurbel fesseln. Auf gut Deutsch, man bindet quasi da mit der Kurbel. Ja, was weiß der Teufel, wie das geht. Und dann kann man zurückkurbeln. Ha, das funktioniert auf Anhieb, ohne dass ich den Blödsinn gelesen habe. Siehst du, braucht kein Mensch. Wenn man sich am Klo mit durchlesen, habe ich es richtig gemacht? Ja, wir wissen es nicht. Ja, nicht einmal ganz falsch auch nicht. Aus Nussbaum ist es. Na schau, aus Nüssen macht man nicht nur Schnaps. Jetzt funktioniert sogar, wenn man es falsch macht. Da kann man zurückkurbeln. Ein Stück Holz mit Schnur kann sich jeder selber machen. Wirklich, schaut euch das einmal genau an. Da werdet ihr merken, hui, das schaffe ich selbst. Macht es euch auch selbst. Also, oder man nimmt ein Kabelbinder und hängt es zusammen. Also, man kann, oder ein Klettbandel oder man holt es einfach. Oder man kauft sich Lesestoff fürs Klo, Stück Holz mit Schnur. Machen wir es kurz. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also es ist jetzt zwar nicht unbedingt was, was ich mir unbedingt kaufen wollen hätte, wollen würden, hätten tun, aber quietschen tut immer nur noch die Ente. Ne? Also nimmst du eine Schnur, hängst es zusammen, fertig. Ich meine, da brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist wurscht.
Also müsste ich sowas wie ein Fazit abgeben, dann würde ich sagen, wenn ihr ein mattes Mountainbike habt und gerne wollt, dass es glänzt, dann nehmt entweder ein Schmalzbrot und schmiert es ein oder den Spray für matte Lacke. Wenn ihr aber wollt, dass es sowieso dreckig wird, dann nehmt entweder den Spray, der Wasser und Schmutz abweisend ist, oder Spucke. Ja. Wenn ihr aber auf keinen Fall Geld ausgeben wollt für irgendeinen Blödsinn, dann kauft den Spray bitte nicht mehr. Ja, und das war's. Also was soll ich sagen? Während sich der Propeller der Ente noch fleißig im Wind dreht... Moment, aufmerksame Zusehern wird aufgefallen sein, da fehlt noch was. Richtig. Die gelbe Ente muss noch in der Praxis erprobt werden. Servus. Grüß euch. Grüß euch. Okay. Das ist halt ein bisschen umständlicher wie eine normale Klingel ist schon. Die Ente ist sogar nebelfest. Na bitte. Also bergauf funktioniert die Ente ja, das wissen wir jetzt. Aber bergauf hat das stinkende Aerosol-Spray-Ding auch funktioniert. Jetzt fahren wir mal mit dem Entlein bergab und dann kannst du den Propeller fliegen lassen. Aber dann schaut es noch sehr cool drein, ne? Ups. Jetzt sind wir da zig Male auf und abgefahren mit der Ente. Die zeigt keinerlei Ermüdungserscheinungen. Es ist schon langsam Zeit für ein endgültiges Fazit. Wenn man die Dinge nach dem beurteilt, was sie versprechen, dann ist dieses stinkende Aerosol-Ding komplett durchgefallen. Würden hier Punkte vergeben werden, würde das ein eindeutiger Punktesieg für die Ente sein. Eine erschreckende Erkenntnis für das stinkende Aerosol, aber was soll ich machen? Es ist wie es ist. Also Augen auf beim Bike-Zubehörkauf. Tja, und mit dieser Bombenerkenntnis beenden wir auch dieses Video. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit und danke, dass ihr meine Affiliate-Links benutzt. Alles, was ihr über Amazon kauft, freut mich. Wenn es was Sinnvolles ist, freut es mich umso mehr. Und wenn ihr damit eine Freude habt, freut es mich auch. Also ihr könnt euch natürlich auch Sexspielzeug und anderes Klumpert kaufen. Macht's, was ihr wollt, habt Spaß damit. Das ist das Wichtigste. Nehmt keinen Anstoß daran, dass ich da reinschaue, was ihr da so kauft. Nein, soll euch nicht beunruhigen. Ich sehe ohnehin nicht, wer es kauft. Ich sehe nur, was gekauft wird, in welcher Stückzahl. Ich sehe aber nicht, wer es kauft. Also ihr seid 100% anonym, keine Angst. Und sollte dann wieder mal irgendein abstruser Blödsinn gekauft werden, gibt es vielleicht wieder mal so ein Video. Also, falls ihr wollt, kauft absichtlich einen Blödsinn, damit es im nächsten Video mit dabei ist. Ja, das wissen wir schon. Ne? Aber, was wollte ich sagen? Genau. Tja, aber da war noch was, oder? Hatten wir da nicht am Anfang einen kleinen Hinweis über ein Produkt, das irgendwie... Aber ich glaube, mittlerweile hat jeder verstanden, um welches Produkt es dabei die ganze Zeit gegangen ist. Hä? Dazu ein kurzer Hinweis. Tunab ist Teil der Würth-Gruppe. Genauso wie Liqui Moly oder wie IBB. Ihr kennt IBB nicht? Internationales Bankhaus Bodensee. Mit Sitz in, richtig, Friedrichshafen. Was die so machen? Naja, Privatbanken halt. Nicht? Was machen Privatbanken so? Naja, die IBB zum Beispiel ist Marktführer in der Kreditfinanzierung von Bundesliga-Vereinen. Aber wir schweifen ab. Tunab ist Teil der Würth-Gruppe, die sich auch Privatbanken leistet, um Bundesliga-Vereine Kredit zu finanzieren. Am 22. Februar wurde Tunab schriftlich darauf hingewiesen, dass ihr Produkt eigentlich überhaupt nichts hält von dem, was es vollmundig verspricht. Also keines der hier vorne angegebenen Versprechen wird eingehalten. Das Einzige, was auf der Flasche wirklich steht, nur mit Schutzbrille und Gesichtsschutz verwenden und nicht einatmen. Das stimmt, weil das Zeug stinkt und brennt in der Lunge wie deppert. Darüber hinaus wurden ernst gemeinte Fragen gestellt. Die Frage war, was ist E-Bike-Ready an einer Rahmenpflege? Haben E-Bikes andere Lacke oder Rahmen? Warum glänzt mein matt lackiertes Bike, obwohl der Spray laut Aufdruck auch für matte Rahmen geeignet sein soll?
Warum wird weder Wasser noch Schmutz abgewiesen, obwohl es auf der Dose draufsteht? Warum werden 2021 dieselben Behälter mit mutmaßlich selben Inhalt verkauft, aber mit dem zusätzlichen E-Bike-Ready-Aufdruck? Oder druckte das nur so drauf? Verkauft sich schließlich besser, oder? Ich hatte auch drei durchaus ernst gemeinte Verbesserungsvorschläge für TuneUp. Der erste Vorschlag war, ändert einfach den Aufdruck auf der Dose auf macht auch matte Lacke glänzend. Der zweite Vorschlag war noch besser. Schreibt dazu, nass und dreckig werden sie aber dennoch. Und der dritte war eine ganz kreative Idee. Der dritte Vorschlag war nämlich, verbessert euer Produkt so, dass es auch tatsächlich funktioniert. Tja, das war am 22. Februar. TuneUp hat sich seitdem überhaupt nicht gemeldet. TuneUp ist es scheinbar vollkommen wurscht, was man über deren Produkte denkt, sagt, ob sie funktionieren oder nicht. Umsatzmaximierung und Kunden ignorieren. Ich weiß, von welcher Firma ich garantiert nie wieder irgendetwas kaufen werde. Und ich weiß auch, wenn mich jemand fragt, welches Produkt ich auf keinen Fall empfehlen würde, naja, außer ihr seid ein Bundesliga-Verein und braucht einen Kredit, ja, dann seid ihr wieder richtig bei der Würth-Gruppe, ne? Logisch. Also, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Sollte ihr von TuneUp zugeschaut haben, dann schöne Grüße an die Bundesliga. Verwendet nichts von der komischen Firma. Tschüss, Baba und ciao. Eines nur zur Klarstellung, dieses Video hier ist natürlich komplett gratis und niemand zwingt dich dazu, dass du es anschaust, nur zur Erinnerung. Bam bam, ging ging, bum bum. Der erste war, ändert den Aufdruck auf der Dose einfach auf, macht auch matte Latte. Latte? Na schau, wie sich der Propeller dreht im Wind, ist das ein Wahnsinn, ist das ein Wahnsinn, ist das ein Wahnsinn. Der erste Vorschlag war, ändert den Aufdruck, an der Stelle ein Outing, ich bin seit 2 Minuten vegan. Boah. Ein Outing, ich war vegan. Machen wir weiter im Video. Boah, wie scheiße. Boah. Bäh. Na leck. Na, bist du narrisch? Haben die da alle Socken eingebaut oder was? Und weil dieses Zeug stinkt, dass wir, schreiben es doch drauf, keine künstlichen Duftstoffe zugesetzt. Ja, Aki, das merkt man, so wie das Zeug stinkt, kann da nichts zugesetzt sein. Wenn du quietschenden Goldketten montierst, dann bist du endgültig im Olymp der komplett Wahnsinnigen angekommen. Das ist die Polizei. Die Polizei fährt übrigens gerade vorbei. Grüß Gott, Herr Inspektor.